Servus, meine Lieben, willkommen zurück zu der gemütlichen Runde Outlaws of the Old West mit Voucher und unserem Nameless und Salut, dem Pferd. Meine Lieben, jetzt habe ich tatsächlich festgestellt, es ist gar nicht so einfach, hier auf die Kohle zu kommen, die wir brauchen für unser Exchange-Häusel. Ich habe jetzt 82 Dollar. Ich bin ewig rumgeritten, um zu gucken, wo die Banditen sind, dass wir welche finden noch. Jetzt habe ich es folgendermaßen für heute geplant. Da drüben, da werden wir jetzt gleich zugreifen. Da habe ich nämlich ein Banditencamp aufgetan. Ich laufe mal mit euch ein paar Meter hin. Kann ja mal kurz rüber scrollen. Das sind zwei oder drei Stück. Die holen wir uns jetzt ran. Dann reiten wir heim, bauen uns Munition, lagern aus, was ich bisher gefarmt habe. Und dann gehen wir nochmal auf in Richtung Schneegebiet, schauen uns das an. Unterwegs, die Banditen, die wir finden, nehmen wir mit. Und beim nächsten Mal bauen wir Exchange, weil ich nach dieser Folge einfach den Rest zusammenfarme. Jetzt pass mal auf, vielleicht kriege ich die gesnipert. Ansonsten habe ich jetzt Erfahrungen gemacht, dass ich mit der Shotgun am besten klarkomme, ne? So, Leute, da unten sind sie. Wir scrollen mal hin, beziehungsweise wir leuchten mal mehr hin. Das sind, glaube ich, drei Stück. Jetzt hoffe ich, dass ich die aufschrecken kann. Pass mal auf, ich versuche mal genau gezielten Kopfschüssele. Gut, das war's mit Kopfschüssele. Da muss ich jetzt hier umswitchen und hoffen, dass das jetzt hinhaut. Ich muss halt auf mein Leben achten. Bis jetzt treffen sie mich noch nicht. Jetzt hat mal einer getroffen. Den Hammer. Ey, das ist der Hammer. Ich habe am Anfang nämlich gedacht, boah, wenn die dich treffen, zweimal bist du tot. Aber du hast ja eine Weile Zeit. Jetzt müssen wir kurz nachladen. In der Zeit kann ich hier ein bisschen rüber. Bam, noch einen Schuss, dann haben wir den. Zwei Schuss. Das Banditencamp haben wir ausgeräumt. So, Leute. Ey, es dauert ewig, bis man die 200 Gold zusammen hat. Ich hoffe, der Exchange bringt uns dann richtig was, ne? 19 Gold. Und du findest ständig Munition und Waffen, was ich ziemlich cool finde. Nummer 24. Das war jetzt die beste Gruppe, die ich bisher gefunden habe. Die Frage ist jetzt allerdings, wo ist der? Da fehlt doch noch einer, ne? Nameless. Guck nochmal rum. Geh mal Richtung Camp. Einen habe ich, glaube ich, noch nicht gelootet. Und am Camp selber habe ich, glaube ich, noch nichts gefunden, oder? Kann man da irgendwas einsammeln? Liegt er hier oder ist das nur ein. Das ist eine Wurzel. Also einen muss ich jetzt gleich noch looten. Ich gucke jetzt trotzdem mal hier rum, ob ich hier was mitnehmen kann. Banditencamp, verstehst du? Total gut. Allerdings, wie gesagt, ich habe echt Probleme, die Banditen zu finden. Das ist. Ich bin ewig rumgeritten jetzt nach der letzten Folge und habe mich dann dafür entschieden, hier so ein Camp. Dann steigen wir hier ein, dann gehen wir heim, bauen Munition. Wo ist denn jetzt der andere? Ich bin da oben irgendwo. Da bin ich, glaube ich, rumgelaufen gerade. Oder kam ich von dieser Stelle? Ich kam von dieser Stelle hier, ne? Hinter dieser Cola habe ich mich versteckt und irgendwo müsste jetzt der dritte noch liegen. Scheiße. Salut, du bist da, hoffe ich, ne? Ich bin bestimmt schon 10-mal drüber gelaufen, oder? Ich finde nicht, Leute. Aber die zwei haben schon mehr Kohle gebracht als die letzten Banditen, die ich gefunden hatte, ne? Pass mal auf, ich hoppe mal auf das Salut drauf. Wir reiten hier nochmal. Vielleicht sehe ich ihn ja vom Salut aus irgendwo noch liegen. Oder ist der schon despawned? Glaube ich nicht, ne? Und so nah kamen sie nicht, ne? Wir sind praktisch hier vorgeschlichen. Dann habe ich hier meinen Zugriff gemacht. Ach schade, den hätte ich jetzt schon noch gerne gehabt. Egal, aber jetzt ist das Banditencamp auch weg, ne? Ja, wir finden nochmal welche. Aber wir reiten jetzt erst heim, bauen uns ein bisschen Gewehrmunition. Weil damit komme ich noch am besten klar. Ja, der liegt entweder irgendwo im Gestrüpp und ich sehe den jetzt nicht. Aber ist nicht so tragisch. Jedenfalls haben wir jetzt mal wieder welche gefunden, ne? So, Leute, dann gehen wir jetzt nach Hause basteln. Ich brauche Muni. Und vor allem, ich habe halt jetzt, während ich hier rumgelaufen bin, ganz viel Schwefel auch noch eingesammelt und so. Ich zeige euch mal kurz, wie wir aktuell aufgestellt sind. Wir haben jetzt 43 Goldbarren. Ich habe ein bisschen Leder gefarmt natürlich. Allerdings will ich da auch nochmal auf einen Hinweis aus den Kommentaren nachgehen und mir das Messer bauen. Damit bekommt man angeblich dann mehr Leder raus. Ansonsten haben wir jetzt 107 Gold. Das heißt, vom Exchange aus sind wir gar nicht mehr so weit weg, ne? So, ansonsten würde ich sagen, gehen wir nach Hause. Wenn wir natürlich nochmal welche finden unterwegs, nehmen wir sie mit. Und wenn wir die Muni haben, dann reiten wir nochmal aus und holen den Rest ran. Dann können wir in der nächsten Folge Exchange-Häusle bauen, ne? Da freue ich mich auch drauf. Wir könnten auch allerdings, bevor wir ins Schneegebiet reiten, dann jetzt gleich nach dem Muni bauen, nochmal einen Abstecher machen Richtung See, weil da war auch schon mal ein Camp. Salut, Alterle. Direkt drauf zugeritten, so kenne ich dich. So, meine Lieben. Und Munition findet man natürlich auch, Omas. Das finde ich gut. Dann brauchst du nämlich zumindest für deine Pistole keine Muni craften, ne? So, rein theoretisch müssten wir direkt auf dem Heimweg sein. Ich gucke natürlich links und rechts, ob ich noch irgendwo welche sehe.
Dann bauen wir uns das Messer kurz, bauen uns Munition und dann dürfte es auch hell sein. Und dann reiten wir nochmal gemütlich aus, Leute. Deswegen der Einstieg jetzt am Camp. Ich bin da ewig rumgeritten, bis ich da. Dann habe ich mal einen Bandit einzeln gesehen, der hatte gar nichts dabei. Dann habe ich mal eine Zweiergrüpple gesehen. Dachte ich, boah, da musst du ja ewig farmen, ne, bis du das Zeug hast. Aber jetzt haben wir schon mal die Hälfte. Und jede Menge Schwefel. Das gehen wir jetzt daheim durchmalen. Ist hier noch irgendwo was? Das mit den Camps finde ich super, so zwischendrin. Bloß meine Sniper, mit der bin ich nicht ganz so zufrieden. Die macht zwar Laune, aber so ein richtiger Wegbollerer ist es nicht, glaube ich, ne? Vielleicht muss man aber auch erst richtig reinfinden mit dem Zielen. So, Salutle, lass mal gucken, wie weit sind wir denn? Wir sind ja gleich zu Hause. Hier laufen jetzt keine rum, wobei an dieser Stelle hatte ich auch schon mal welche gefunden. Und das seltene Schwefel, Leute. Ich habe wirklich jedes Schwefel eingesammelt, das ich jetzt gefunden habe auf dem Weg. Wer quietscht? Ne, 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 ne. Du hast Hunger, werden wir gleich richten. Vielleicht kann ich noch die ein oder andere Bandage gleich bauen. Wäre auch nicht schlecht. Und dann sind wir aufgestellt, ne, für die nächste Runde. Exchange-Häuschen bei der nächsten Folge. Das muss drin sein. Alles, was wir heute finden, plus das, was noch fehlt, hole ich ran. Das passt schon. Da unten müsste deine Hütte jetzt gleich aufpoppen. Ah, da hinten ist sie doch. Ich sehe sie schon. Ich sehe sie in der Ferne. Und hier sind auch schon Banditen rumgelaufen. Ich gucke natürlich so ein bisschen, ob ich nochmal welche sehe. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Und vielleicht können wir, weil ich habe jetzt jede Menge Leder, uns noch einen Hut basteln, bevor wir wieder aufbrechen. Da hätte ich auch Bock drauf. Hier sind schon welche rumgelaufen, ne? An dieser Stelle. Ja, er ist hungrig. Er kriegt gleich Essen, Trinken. Er kriegt gleich alles, was er braucht, der Gute. So, erstmal daheim einkehren. Ich hoffe, dass der Loot verschwindet nicht, weil wir wollen gleich wieder los, ne? Schön, da freut man sich richtig auf zu Hause, wenn man es eine Weile nicht mehr gesehen hat. Hallöne. Schön haben wir es gebaut. Und wir sind noch nicht fertig, ne? Jawohl, ein beherzter Sprung. So kenne ich das. Wo ist denn unsere Schießertrappe? Die ist jetzt nicht mehr da, Leute. Und die. Oh. Und die Mailbox sehe ich auch nirgends. Die Mailbox ist auch weg. Hier drin habe ich ausgeräumt, das weiß ich noch. Oh Leute, das ist ja ein Haufen Zeug weg. Oh, guck mal, die ganzen Workbenches sind weg. Guck mal. Nein! Ich mache mal hier ein- und ausloggen, würde ich sagen. Weil offensichtlich ist hier ein kleiner Fehler. Ich bin gespannt, ob unser Zeug noch da ist. Bis gleich, Leute. Willkommen zurück, meine Lieben. Die Sachen sind wieder da. Ich musste allerdings wirklich dreimal einloggen. Einmal war nur der vordere Teil hier wieder da. Beim zweiten Mal war das links wieder da. Dann war wieder alles weg. Und jetzt beim Einloggen ist alles hier gewesen wieder, Leute. Ich hoffe, ich kann auch auf alle Tools zugreifen. Junge, Junge, ich habe schon gedacht, das wäre alles fort. Jetzt müssen wir mal gucken, ob unser Salut noch alles hat. Nicht, dass ich jetzt die Sachen dann verloren habe, ne? Mount Inventory ist noch alles da. Unser Gold ist noch da, das möchte ich tatsächlich wegräumen. Dann haben wir hier eine Waffe gefunden. Die räume ich ebenfalls weg. Schwefel hauen wir jetzt gleich durch, Leute. Wir werden das gleich durchmalen. Ebenfalls die Kohle, das habe ich nämlich alles dafür gefarmt. Auf die Wolle kommen wir gleich zurück. Fleisch auch, Eisen auch. Machen wir uns Munition, dann ziehen wir nochmal los. Uns fehlen noch 200, glaube ich, hat es gekostet. Dann fehlen uns noch 100, ne? Salut, du bist beste Pferd der Welt. Oh, da habe ich auch noch was gelesen in den Kommentaren, dass man die Hufeisen stapeln kann. Allerdings hätte es keinen Effekt, ne? Das heißt, ich habe nicht automatisch mehr Boni oder so. Hier Exchange-Häusle 200 und wir besitzen 107. Also müssen wir nochmal raus, Leute. Gott sei Dank sind die Sachen wieder da. Ein Hoch auf die Sachen. Oh, das hat ja super geklappt. Oh je, es zieht wieder alles nach, Leute. Vor 10 Minuten gedrückt, jetzt klingelt es erst. Egal, Early Access kennen wir uns aus, wissen wir, das passiert ab und zu. Jetzt pass auf. Wir brauchen auf jeden Fall. Was passiert denn, wenn ich alles mache? 105 Schwefel, 175 davon, 119 davon und dann würde ich hier 100 machen. Ne? So Leute, das malt jetzt aber eine Weile durch, sehe ich gerade. Das malt jetzt eine Weile durch. Kann sein, dass ich nochmal einen kleinen Schnitt mache, aber wir gehen jetzt erstmal weiter in den Vorbereitungen, weil wir wollen ja zum Beispiel auch noch uns endlich mal einen Cowboy-Hut basteln, oder? Ich meine, das wäre doch überfällig. Lass mich mal kurz gucken. Ganz Ammo, das haben wir gebaut. Dann haben wir hier die Geschichte mit Powder. Saddle and Horses haben wir auch. Hats and Boots. 5 Leder, 10 Blanken, 5 Eisen und 5 Wood. 5 Leder, 10 Blanken ist, glaube ich, das Problem.
Nee, ist es nicht. Guck mal, haben wir 40 Blanken. Leder. Ist der jetzt gestorben da draußen in der Falle? Mit dir habe ich ja gar nicht gerechnet, Alter. Ich habe nämlich Leder gefarmt. Das Messer will ich auch noch bauen, ne? So. Natürlich, wenn wir schon hier sind. Nachladen. Oh, er hat Durst und Hunger. Pass auf. Trink mal die Geschichte erst kurz aus. Dann hast du ein bisschen was. Ich gehe aber gleich zum Fluss mit dir. Zack, zack, zack. Den Fisch noch weg. Jetzt gehen wir mal eben gucken. Na, 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 na. Ha ja, noch so ein Banditencamp, zwei. Noch ein paar, die rumstreunern. Dann haben wir normalerweise alles. So getrunken hast du, aber ich will auch den Beutel füllen, definitiv. Damit wir da nachher, wenn wir unterwegs sind, alles haben, ne? Wieso geht das nicht? Warum geht das nicht? La, 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 la. Jetzt fängt das wieder an, ne? Manchmal weiß ich es halt aber auch nicht. Guck mal, normalerweise müsste ich doch das drauflegen. Wir hatten das doch schon mal, dass ich das in der Hand hatte, das Ding, ne? Ihr erinnert euch doch auch. Oh je. Ich weiß nicht, was da los ist. Pass mal auf, machen wir es mal so. Zwei Revolver wegstecken. Ich gehe nochmal hier hin. Ich muss den normalerweise hier drauflegen, auf die 1. Social, Emote, nö. Eigentlich hätte ich es hier gerne gehabt. Gut, alles klar, es geht jetzt im Moment nicht. Es ging aber schon mal, das weiß ich noch, ne? Also die Sachen malen durch. Jetzt gucken wir nochmal eben, was wir für die Bench brauchen. Die will ich schon bauen. Und zwar fehlen uns jetzt noch die 5 Leder, die 5 Eisenerz und Wood. Liebes Pferdchen, zeige es mir. Hier haben wir auf jeden Fall Eisenerz genug. Das können wir vielleicht auch gleich nachher noch durchjagen. Und da habe ich auch ein Facebander-Dingsbums gefunden. Das ziehen wir uns jetzt gleich mal an. Die Leder rüber. Das machen wir jetzt eben. Nehmen das, zeig dich mal. Zeig dich mal, mein Freund. Ich will diese Face-Dings da mal aufziehen. Wo muss ich denn die hinmachen? Hier? Ah, nee. Oh, Mr. Bandit. Aber stell dich mal richtig, richtig im Licht, dass ich dich ordentlich sehe, Alter. Nee, so nicht. Moment. Das ist sehr geil. Guck mal ein bisschen nach oben. So, und dann V. Oh, das sieht gut aus, Leute. Bis auf den Bart, ne? Normal müsst ihr den Bart verdecken. Das gefällt mir schon nicht. Schade. Schade. Aber wir haben ja einen Klamottenschrank. Aus dem Grund können wir nochmal ganz kurz ins Pferdle gucken, ob ich alles rausgeräumt habe. Nicht immer aufsteigen. Du kannst ja von außen gucken. Gut, bis auf das Pelzzeug. Das brauchen wir jetzt aber erstmal nicht, ne? So, ich hoffe, die Schränke sind da. Sie sind es. Sie sind es. Der Waffenschrank. Jetzt pass mal auf. Haben wir alle rausgeholt. Ich habe die. Die Waffe hier, die habe ich dabei, die habe ich dabei und die. Und die restlichen Waffen, die wir jetzt hier haben, Leute, die können wir rüber machen. Die habe ich alle gefunden jetzt. Hier, ne? Volcanic, eine Ram und eine Bootleg. Ist der Wahnsinn. Und hier, guck mal. Die Even, lauter Waffen, die die Banditen halt so mit sich geführt haben. Ich weiß nicht, ob wir die jemals einsetzen werden, aber jetzt haben wir sie halt mal. Hier ist auch nochmal Revolverle. Machen wir rüber. Dann gehen wir nochmal in den Klamottenschrank. Die kann auch rüber. Eastwood Shirt. Doch, das Eastwood Shirt haben wir an. Genauso wie die Weste und die Geschichte. Ja, das haben wir alles an. Ich muss das nur mal ganz kurz zurechtlegen, dass ich mich ein bisschen zurechtfinde halt, weißt du? So, die Sache mache ich jetzt mal hier hin, hier hin. Was halt auch unheimlich cool ist, dass du so viel Revolver oder Pistolen-Munition findest, ne? Guck mal, hier haben wir auch noch eine. The Even, halt, The Even kommt dann darüber. Die habe ich gar nicht gesehen, dass wir die auch noch haben. So. Und die Goldbarren, die will ich natürlich auch hier erstmal verstauen, dass uns die nicht aus dem Ding geraten. Dann machen wir die Goldbarren hier rüber, Leute. Das machen wir so. Die Goldbarren hauen wir hier rein. So, und jetzt können wir die Bench bauen. Ich bin gespannt, wie weit unser Durchmalzeug ist. 5 Leder und 5 Wood. Jetzt machen wir erstmal die Leder. Bist wieder im Walk-Mode, ne? 5 Leder und 5 Wood. Wood müssen wir gleich holen. Und Leder. Da habe ich es hingestellt. 5 Leder. 5 Bämsle. Dann gehen wir ganz kurz, holen uns ein bisschen Holz. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Hutmaschine. Ich bin gespannt, vielleicht können wir uns gleich einen Hut basteln heute. Ist ja schon wieder einer reingefallen. Junge, Junge, heute geht's. Heute läuft's. Heute läuft's. So, nehmen wir es. Einmal Holz. Jetzt hoffe ich halt, dass ich genug Banditen finde dann zwischen der Folge und der nächsten, dass wir das Exchange-Häusler aufbauen können, ne?
Aber ich bin auch nicht böse, wenn es nicht gleich auf einem, auf Anhieb klappt, weil wir haben so viel Zeugs hier noch zu entdecken, so viel Zeugs zu bauen. Also da kriegen wir auf jeden Fall noch Content rein, ne? Meine 5 Leder bitte. Oh, waren sogar 6. Habe ich noch eins drin gehabt wahrscheinlich. Und wir bauen uns die letzte Bench. Ich glaube, das ist sogar die letzte, die wir brauchen. In der Zeit hoch, einmal kurz das Feuer angemacht, damit wir Fleisch verbraten können. In letzter Zeit sitze ich immer drauf halt, ne? Das kannst du mal mit runternehmen. Die da tust du auch gleich wegräumen. Sodele. Die Hufeisen, das will ich natürlich kurz probieren, Leute. Kam ein Hinweis von euch, ne? Lass mich mal kurz gucken. Lalilala. Ich denke mal, dass die sich halt nach und nach dann verbrauchen, ne? Sind die hier drin? Offensichtlich nur eins. Ich hatte aber um einige mehr, ne? Ist ja wurscht. So wie es aussieht, sieht es aus, würde ich sagen. Hier das Fleisch kann jetzt auch gleich mit. Dann verkoche ich das oben. So, meine Lieben. Das mit den Hufeisen hat nicht so geklappt, wie ich es wollte. Mal kurz gucken. Wenn ich dem sein Hufeisen jetzt hier. Ach, das geht jetzt nicht mehr. Komische Geschichte. Kann man die dann nachträglich nicht mehr wegnehmen? Jetzt sieht es im Moment übrigens auch so aus, als wäre es. Kann man die nicht mehr wieder wegnehmen? Doch, jetzt habe ich es weggeklickt. Und jetzt kann ich die so drauf machen, ne? Insgesamt 4 Stück. Was auch immer das für einen Effekt haben soll. Einige haben geschrieben, es stapelt auf keinen Fall die Bonnie. Vielleicht verbrauchen die sich und er zieht dann immer ein Hufeisen nach, das weiß ich nicht. Aber man kann es stapeln. So. Jetzt passe Moluff. Dann hauen wir hier. Das kannst du mitnehmen. Bämsle. Gut, das will manchmal einfach nicht. So. Und dann hast du ganz viel. Dann hast du ganz viel Fleisch, das jetzt hier rein kann. 5 Holz, die nehme ich mal raus. Aber ich habe keine Kohle aufgehoben, ne? Dann machen wir es anders. Ich hau dieses Holz hier rüber und ab geht's. Fleisch wird auf jeden Fall gebraten. Dann passt die Geschichte. Schwupp, schwupp, schwupp. Jetzt bauen wir die Bench auf, Leute. Vielleicht kann ich mir einen Cowboy-Hut bauen. Das wäre geil. Wir kommen heute schon noch los, ne? Wir werden vielleicht beim nächsten Mal, kurz bevor ich dann das Geld zusammen habe, machen wir vielleicht noch eine Banditentour zusammen. Dass wir 2, 3 Mal das auch zusammen gesehen haben. Und dann gehen wir echt heim und bauen das Ding auf. Wow, das ist eine schöne Bench. Gerade habe ich gedacht, das mittlere sieht aus wie ein Kebab-Teil. So. Bämsle. Jo, wie geil. Jo, wie gut. Was hat er denn hier? Cowboy Boots. Leder Boots. 5. Temperatur 5. Was haben wir hier noch? Top Hat. Oh, Leute, da bauen wir uns jetzt auf jeden Fall nach und nach. Die Dinger sind Melonen hier, oder? Ich würde sagen, wir bauen uns die Cowboy Boots. Definitiv. Und rein vom Optischen hätte ich gerne einen dunklen Hut gehabt. Tom Mix Hat. Cotton Yarn. Da brauchen wir wieder vom Cotton Yarn Joe was. War Cotton Yarn hier drin? Ne, war nebendran. Cotton Yarn. So, Leute. Jetzt gucken wir mal kurz, wie weit unsere Mahlmühle ist hier hinten. Die ist, glaube ich, noch kräftig am. Ja, wir sind gerade erstmal bei Kohle angekommen. Bei Dings. Wow, dann dauert es eine Weile mit der Muni. Vielleicht gehen wir mit dem Revolver einfach raus. Wenn das jetzt so lange dauert. Erstmal bauen wir uns einen Hut. Es wird gerade hell, ne? Schöne Geschichte. Schöne Bench ist das hier. So, die Cowboy-Stiefel, die haben wir. Und dann hätte ich gerne den Hut gehabt, ne? Cotton Yarn schön rausgeholt. Schon wieder die. Was ist denn eigentlich das hier für ein Teil? Long Scarf. Schöne Geschichte. Lass mich mal ganz kurz was gucken. Wool Yarn. Vielleicht baue ich mir die schwarze Schleife auch noch geschwind. Dann sieht er bestimmt top aus, der Nami. So, Leute, aber jetzt erstmal den Hut. Unseren ersten Hut und die Stiefel. Muss ich natürlich jetzt gleich alles angucken. Erstmal die Stiefel getauscht und den Hut aufgezogen. Anschauen. Wieso wird es jetzt so dunkel? Ist es doch erst Nacht geworden? Sieht der toll aus jetzt. Ja, nee, mir gefällt mal. Pass auf, ich zieh mal kurz die Fackel rüber, dann sehen wir ein bisschen besser. Schon geil, ne? Und auch die Boots sind viel geiler jetzt. Ah ja, sieht schon richtig aus jetzt hier, wie ein Mustermensch. Geile Geschichte.
Gefällt mir sehr, sehr gut. Pass auf, die Dings, die Wuljan, was brauche ich da dafür? Wuljan, Wolle. Und was habe ich hier? Karten. Oh, da brauche ich offensichtlich was anderes, ne? Was haben wir denn hier überhaupt alles drin? Dann müssen wir nochmal tatsächlich wahrscheinlich andere Mats besorgen. Tolle Geschichte. Jetzt haben wir folgendes Problem. Es ist Nacht und ich wäre gern bei Tag los. Das zweite ist, wir haben da hinten das Zeug noch durchlaufen. Das dauert auch noch eine ganze Weile. Seht ihr ja hier, ne? Also ich würde fast sagen, Leute, ich mach. Ach, das muss man einzeln wegklicken. Es ist sehr interessant. Das ist echt sehr interessant. Dann würde ich sagen, ich reduziere das mal. Kann ich das hier auch reduzieren? Ja. Ich mache das mal weg, ne? Weil sonst dauert das ewig. Und dann schneide ich uns kurz zum Tag rüber. Bis dahin ist es durchgelaufen. Dann machen wir Schwarzpulver und Muni. Also 100 bräuchte ich schon von jedem. Das zählt auch drüben wieder drauf, ne? Nicht, dass ich jetzt hier. Dass ich jetzt hier was verballer. Ich brauche davon nochmal 2 und hiervon 4, ne? Also so 10 Minuten, dann ist es durchgelaufen, 20, dann ist es auch wieder Tag. Ich mache hier einen kleinen Schnitt, Leute. Wir sehen uns dann bei Tag wieder und dann geht es nochmal raus und Tour, ne? Hey, wir müssen halt gucken, wie wir unser Zeug zusammenkriegen. Oh, das Messer. Vielleicht können wir das noch kurz machen. Lass mich mal schauen. Hier war es, ne? Und irgendeins war wurfsterntechnisch, was auch als Messer gilt, ne? Ich weiß nur nicht mehr, in welcher Bench das war. Dafür mache ich zu wenig mit den Benches noch, obwohl wir gar nicht wenig gemacht haben bis jetzt. War das hier drin, das Wurfmesser, Leute? Wenn man eine Säge. Hier haben wir ein Messer. Da brauche ich noch 2 Holz. Das holen wir uns geschwind, das Messer. Damit wir das auch mal testen können, ne? So, pass auf. Nochmal kurz umgeswitcht. Ja, man muss ja langsam die ganzen Sachen. Jetzt kommen wir aber langsam. Jetzt haben wir bald alles mal probiert. Dann wissen wir ungefähr, wie es läuft. Und dann kommen die Teile aus der Mailbox. Na, 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 na. Ja, das reicht erstmal fürs Messerle. Schöne kleine Butze. Da freue ich mich auch drauf, wenn wir das Teil fertig haben. So, meine Lieben. You are hungry. Schon wieder? Der hat doch gerade eben erst gegessen. Der hat doch eben erst gegessen. Dann gib ihm mal den letzten Fisch. Die Geschichte. So. Dann bauen wir uns kurz das Messer. Und das muss man dann auch ausrüsten. Das heißt, das Messer nehme ich jetzt immer mit, ne? Wir kommen vorwärts. Jetzt pass auf, jetzt räume ich gleich ein paar Sachen noch aus. Das können wir noch zusammen machen. Machen wir 3, 4 Minuten länger heute. Schneide ich uns die Nacht gleich weg und dann passt die Geschichte. Hier ist unser Messer. Und wenn ich das Messer ausrüste, müsste dann definitiv mehr Leder rauskommt bei den Viechern. Gute Geschichte, wusste ich nicht, jetzt weiß ich's. Hier würde ich tatsächlich aussagen, machen wir mal ein paar durch. Wir haben nämlich Metall mit, dann nehmen wir nicht. Machen wir 20 Stück, die brauchst du sowieso früher oder später wieder. Außerdem wird es uns dann gleich hier ein bisschen wolliger, wenn es warm ist, ne? So, Leute, gehen wir ganz kurz in unser Schränkchen. Ich brauche die Leder nicht, wenn wir unterwegs sind. Die Planken brauche ich ebenfalls nicht, wenn wir unterwegs sind. Hast gesehen, jetzt hat er es rübergesnappt. Dann haben wir hier noch ein bisschen Salz übrig. Schwefel haben wir übrig. Hier leider nicht. Stein ohne Ende, das ist der Wahnsinn, was wir hier Zeug haben. Das beult natürlich alles hier die ganze Zeit schon, ne? Die brauche ich nicht. Das Fleisch nehme ich mit, die Sachen nehme ich mit. Das kann hier rüber als fertiggestelltes Material. Nehmen wir auch nicht mit, ne? Munition nehmen wir mit. Metallbarren nehmen wir keine mit. Eisenerz kann ich ebenfalls hier lassen. Und natürlich Stein. So, Leute. Ja, ein bisschen zusammengrusteln, das können wir schon. Dann haben wir hier die Waffen, die nehmen wir mit. Werkzeuge nehmen wir mit. Die Wolle, beziehungsweise das Zeugs kann hier hin. Ah, jetzt fällt mir gerade was ein. Na, das ging nicht, ne? Ich brauche die Munition hier. Ich gucke nur gerade, ob ich jetzt alles soweit im Griff habe. Die Boots können weg. Und was haben wir denn noch ausgetauscht? Nix mehr, ne? Ein Gürtel haben wir auch noch keinen. Wir haben ja neue Boots gebastelt. Hallo, gleich geht's weiter, mein Freund. Kurz an den Schrank hier. Dann hauen wir uns die Boots hier rüber. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles an, was man jetzt hier noch sieht, ne? Ja.
Ich nehme es mal an. So, meine Lieben. Also mache ich einen kleinen Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder beim Schwarzpulver und Munition herstellen und dann geht's raus in die Piste. Bis gleich. Willkommen zurück, meine Lieben. Mittlerweile ist es wieder hell. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, nicht ganz so viel Munition herzustellen, damit wir nochmal loskommen. Wie er mit seinem Messerle rumspielt hier, ne? Und mit seinem neuen Hut und seinen neuen Stiefeln. So langsam, aber sicher wird er ein Cowboy. Geile Geschichte. Jetzt pass auf, wie weit sind wir denn? Wir brauchen ja noch Schwarzpulver. Hier, das lasse ich jetzt mal auf 50 oder 60 aufmalen. Die anderen Sachen habe ich schon mal rausgeholt. Ein paar habe ich auch abgebrochen. Das dauert sonst ewig. Was ich noch machen wollte, Leute, ich habe ja gesehen, wir haben noch einen Mantel offen. Wir müssen uns ja noch einen Mantel craften, damit wir da so ein bisschen mal gucken, was es noch gibt. Mänteltechnisch glaube ich, der hier, Duster Jacket oder den hier, ne? Ich würde sagen, oder den hier? Short Canvas Frog Coat. Ich weiß es nicht, Leute. Ich glaube, den Duster Jacket will ich mir bauen. Dafür brauchen wir nochmal zwei Leder. Das machen wir eben. Jetzt habe ich wahrscheinlich nicht genug rausgeräumt, ne? Aber ein Leder müsste ich doch noch übrig gehabt haben normalerweise, ne? Oder haben wir das verballert? Ich hole nochmal einfach zwei. Ist ja kein Problem. Na, 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 na. Ich hoffe, der sieht so aus, wie ich es mir vorstelle. So ein bisschen halt Outlaw-mäßig, ne? Pass auf. Wir brauchen zwei Leders. Dos Leders. Alter, das kannst du jetzt schon mal zum Beispiel reinräumen hier. Das habe ich nämlich tatsächlich jetzt zurückgewonnen, weil ich abgebrochen habe. Dann passt es. Die 100 können wir hier noch reinbasteln. So. Und dann sind wir nachher auch nicht so schwer, ne? Super. Dann machen wir halt beim nächsten Mal noch ein paar Banditen zusammen. Wichtig ist, dass wir auf unser Zeugs kommen und nächstes Mal die Exchange bauen. Da habe ich voll Bock drauf. So, pass auf. Hau ich das Leder nochmal hier durch. Ne, 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 ne. Zwei Leder und jetzt bauen wir uns als erstes mal den Duster hier. Ich bin gespannt. Es müsste eigentlich sowas sein, wie ich es mir vorstelle. Ich guck mal, der müsste jetzt nämlich hier drauf, ne? Tatsächlich, Leute. P. V. Ja! Oh, das sieht wirklich so aus. Oh, das ist gut. Guck mal. Ja, so stelle ich mir einen vor, der im Wilden Westen outlaw-mäßig unterwegs ist. Ich würde dich nur gerne sehen einmal. So richtig ins Licht. Ja, Leute. Kommt da nicht langsam der Gute? Und schau mal die geilen Boots an, ne? Hol dir mal eine Waffe. So, so stelle ich mir mein Leben vor hier in der Wildnis. Geile Geschichte, Leute. So, pass mal auf, jetzt brauchen wir noch Munition, ne? Und dann gehen wir nochmal los. Der Salute ist ready. Der hat auch Bock. So, kommt genau 60 in dem Moment. Jetzt pass auf, dann hauen wir das gleich mal hier rüber. La, la, na, 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 na. Craft all. Eine Minute, die haben wir jetzt noch. Salute ist noch da. Sehr schön. Da können wir nicht nachladen, die Spencer, aber dafür baue ich jetzt gleich Muni. Ey, Leute, geil, wir können gleich nochmal on Tour, also nochmal kurz Checkup machen. 100 Dollar haben wir. 40 Goldbarren haben wir ebenfalls. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir in der nächsten Tour jetzt nochmal Banditen sehen. Ich reite oben vorbei an diesem einen alten Campingplatz, wo wir mal waren. Da, wo wir weggeritten sind, damals am See, die Tour, ne? So, wie weit sind wir? Ich mache mal bis 30, dann kann ich schon mal die erste Muni durchladen, ne? 29... 30. Zack, 30 rüber. Und ich brauche Rifle Ammo. Die hier, ne? Noch das Eisenerz kurz rausgeholt. Dum, dum, dum. Oh, Scheiße. Habe ich das alles hier durchgejagt? Komplett? Ne, wir hatten doch noch so viel Eisenerz gerade übrig. Ich sehe jetzt hier nur 5, ne? Na, oh, Scheiße, Leute, Scheiße. So viel zur Vorbereitung. Ich habe die doch nie im Leben alle da durchgejagt. Ich muss in meinem Salut kurz gucken. Salutle, mein Freund. Hast du oder hast du nicht? Ne, das Salutle ist komplett leer. Boah, ich bräuchte noch ein bisschen Eisen. Scheiße, muss jetzt losfarmen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Hier ist nur Holz drin. Hier sind die Goldbarren eingelagert. Scheiße. Da waren aber die anderen zwei Hufeisen. Hast du gesehen? Ey, wo habe ich denn jetzt? Ich habe da vorhin noch so viel Metall gehabt, ne? Ist alles weg, Leute. Ich habe das alles wohl verhockelt. Gut, scheiß drauf. Dann gehen wir jetzt einfach so los. Sonst sind wir morgen noch hier. So, scheiße. Halt doch, ich wollte schon zum Salutle, weil... Jetzt mal drauf guckt. So, mein Freund. Beeren hast du noch genug. Das Fleisch ist mal wurscht. Ich ziehe das hier rüber. Dann mache ich hier
Nee, 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 das war schon rechts. Zack, Rechtsklick. Auf 4 kann man es, habt ihr gesagt, ne? Dann haben wir das schon mal gerichtet. Ja, ich habe das Metall verholzt. Tut mir jetzt an der Stelle leid. Wir können natürlich ein bisschen was holen. Dass wir wenigstens ein paar Schuss Gewehrmunition haben, oder? Junge, Junge, du kannst halt Zeit verstecken in das Game. Klarer Fall. So, Alter, halt. Absteigen. Und die gute alte Picke auf die 1. Und ab dafür. Ich will einfach nur ein bisschen Muni. Für den nächsten großen Ausflug, wenn wir dann tatsächlich irgendwann unsere Mine besuchen gehen und so weiter, da bereite ich das dann im Vorfeld nochmal auf, ne? Ist okay. Aber wir werden schon noch Banditen finden. Müssen wir ja, ne? Sonst kommen wir gar nicht auf unsere Kohle. Ich könnte natürlich jetzt schon wieder die Zeit verfliegt, ist der Wahnsinn hier drin. Bin immer noch glücklich, dass wir unsere Sachen nicht verloren haben, ne? So, komm, mehr brauchen wir jetzt gar nicht. Hauptsache ein bisschen was dabei. Der Revolver ist ja auch noch ein Mann. So, spring. Alles klar, langsam. Wie sieht er denn eigentlich aus, wenn wir den hier mal angucken wollen? Geht es überhaupt? Ja, geht. Oh, ist das gut. Machen wir eine andere Waffe. Das ist einfach tierisch geil. Das macht Laune. Gut, das sieht ein bisschen dappig aus. Nächstes Mal bitte nicht mehr absitzen, nämlich. So, lass mal gucken. Schwarzpulvertechnisch haben wir jetzt 60 Stück. Aber wir haben nicht allzu viel Metall, ne? Rival Ammo. Alle. Ist nicht viel, ne? Aber immerhin 40 Stück ist besser als nichts, Leute. So. Und wir haben schon Material vorbereitet fürs nächste Mal, ne? Das Messer lege ich mir jetzt mal hier runter. Den Wasserbehälter dahin. Und die Munition, die ziehen wir hier rüber. So, meine Lieben. Halt, habe ich sie geholt? Ne, ich habe sie nicht geholt. Ich muss es erst hier hin und dann hier hin. So, komm, wir zischen. Ich muss die nur gleich aufladen, die Spencer. Komm, wir gucken mal, ob wir zumindest noch die da oben sehen. Mit der Waffe mache ich es am liebsten. Okay. Ausgelagert haben wir Sachen in Sicherheit gebracht. Der Nebel sieht mittlerweile richtig gut aus. Mit Cowboy-Stiefeln. Mit seinem Adlermantel. Wir haben die Hälfte vom Geld schon zusammen. Es läuft doch, ne? Beim nächsten Mal sehen wir uns auf jeden Fall mit dem Geld. Das noch fehlt, das hole ich jetzt ran zwischen dieser und der nächsten Folge. Und dann bauen wir mal die Exchange-Hütte auf und gucken, wie viel Gold kriegen wir denn pro Barren. Was kommt raus? Wie viel können wir damit dann schon anstellen? Ob ich die Stelle nochmal wiederfinde, wo das Camp war, weiß ich nicht. Ich meine, das war hier. Hier oder da drüben mehr? Oder war das da oben? Irgendwo hier zwischen hier und dem See war das, glaube ich. Wir gucken mal an der Bergkette hier oben, geschwind entlang. Ne, 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 ne. Einen guten Platz haben wir aber hier, ne? Wenn du einmal einen Kreis reitest, hast du auf jeden Fall genug Schwefel, Salz und so weiter, Kohle, Metall. Also wir finden hier saumäßig viel Zeug. Nur Banditen habe ich nicht allzu viele bisher gefunden. Ich meine, die haben hier irgendwann campiert. Campiert. Campiert, campiert. Was haben wir hier? Pferdle? Oh, ich hätte jetzt voll Bock, nochmal einen Banditen irgendwie zu sehen. Einen hätte ich noch gerne gemacht. Bleibt mal noch 2 Minuten. Wir geben uns noch 2 Minuten. Ich glaube, hier war das damals. Dass die hier irgendwo ihr Lager aufgeschlagen hatten. Ist vielleicht random, ne? Ist nicht immer so. Ich sehe jedenfalls keinen. Da steigen gerade Vögel auf. Möglicherweise hat ja die Vögel irgendwas erschreckt. Wir gehen rüber. Hier ist ein Bär. Ich sehe keine Banditen. Und je nachdem, wie viel Speed man drauf hat, sieht man die vielleicht auch nicht immer gleich. Da ist ein Hirschle. Nee, Leute. Ich suche uns halt noch ein paar zusammen. Und ich würde fast sagen, wir starten beim nächsten Mal die Folge nochmal mit einer Dreiergruppe Banditen und gehen dann heim und bauen die Hütte. Es kann natürlich auch sein, dass es hier war, ne? Vielleicht sind die auch jedes Mal woanders, ne? Schade. Ich hätte voll Bock gehabt, jetzt nochmal Perle Banditen wegzuholzen, geschwind. Ich meine, 34 Munition haben wir jetzt wieder, ne? Meine Lieben, dann will ich jetzt auch nicht länger hier alles rausziehen. So machen wir das. Exchange-Häuschen kommt näher, da waren Wölfe.
Machen wir beim nächsten Mal weiter. Ziehen wir uns nochmal den Herrn Nameless rein. Guck mal, ist ja schon geil. Jetzt bräuchte man allerdings ein anderes Pferd. Das mit den weißen Flecken ist so lala. Hier sind keine Banditen, ne? Ich kann dir nur nicht mal richtig sagen, ob ich auf dem richtigen Weg bin zum See. Vielleicht sind die Bandits aber auch eher im unteren Bereich anzutreffen hier. Habt ihr das auch, wenn ihr das dann spielt und ihr sucht was und findet es, dass ihr dann Minute um Minute alles rauszieht und überhaupt nicht mehr rauskommt aus dem Spiel? Ist der Hammer. Egal, ich muss uns jetzt abstoppen, sonst sprenge ich hier wirklich den Rahmen. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist nochmal einen Blick auf den Häuter zu werfen. Geil, aber zieh mal die Pistole. Ja, Leute. Stylisch ist es jetzt auf jeden Fall, muss ich sagen. Gefällt mir saumäßig gut. Gut, dann reite ich mal weiter in der Hoffnung, ich sehe noch ein paar Banditen. Beim nächsten Mal geht's dann. Leute, ich will nicht raus, ich muss aber, ne? Bis bald.